Ja, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Und heute mal was Besonderes, seit einem halben Jahr ungefähr wieder mal ein Vlog. Heute werden in Deutschland ungefähr 30 Grad und bei diesem Wetter sitzt man natürlich nicht drinnen, sondern macht draußen irgendwas. Und was wir heute machen, das schauen wir uns jetzt an. Love forever is nothing but a dream I made up inside my head. When we break, I promised I cursed emotions. Ja, ihr fragt euch sicherlich, was wir heute überhaupt machen. Also das ist eine Art Vorbereitung. Im Sommer fahren wir wieder mit den Boards 250 Kilometer, so eine Art kleine Tour. Ja, wie gesagt, wir machen heute so eine Art kleine Vorbereitung, fahren, keine Ahnung, 20, 30 Kilometer. Und dabei will ich eure Fragen beantworten, weil ich hatte irgendwie vor 2 Monaten euch gebeten, mir Fragen zu stellen. Und ich würde sagen, das machen wir doch gleich einfach. So, erste Frage, Xbox One oder PS4? Ich denke mal, das ist relativ einfach, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich auf jeden Fall PS4 nehmen. Meine Xbox One ist so ein Entertainment-Paket, aber wirklich zum Zocken ist PS4, denke ich mal, deutlich besser. So, die zweite Frage passt sogar zum Thema heute, und zwar wurde gefragt, ob wir 2016, also dieses Jahr, wieder so eine Art Tour machen. Ja, und die Antwort ist ja, dieses Jahr sogar noch ein bisschen größer, und zwar fahren wir dieses Jahr 250 Kilometer. Die Idee ist, vom Heimatort bis zur Ostsee nach oben zu fahren, und das sind ungefähr ein bisschen mehr 250 Kilometer. Und das wird auf jeden Fall ganze Nummer anstrengender, aber dieses Jahr nehme ich so halt bessere Kameras und so mit, damit ich das so gut wie möglich für euch gestalten kann. Also, um die Frage kurz und knapp zu beantworten, ja, dieses Jahr ist wieder so eine Tour. So, ein weiterer Zuschauer fragt, wie ich zu einem Art Community-Projekt stehen würde. Und so an sich ist das eine richtig gute Idee, aber ich denke, sowas wird es in der nächsten Zeit nicht wirklich geben, weil ich habe keinen Server, ich müsste richtig viele Leute raussuchen, die mitmachen und die auch korrekt sind und nicht irgendeine Scheiße bauen. Außerdem spiele ich in letzter Zeit nicht so viel Minecraft, das hatte ich ja in einem letzten Video erwähnt. Und mir würde einfach die Zeit fehlen. Ich denke, das Projekt würde richtig stark darunter leiden und so wirklich Aktivität würde ich dann nicht so wirklich reinbringen, weil ich eben nicht so viel Zeit habe, jeden Tag irgendwie eine Folge für das Projekt aufzunehmen. Und deswegen an sich, irgendwann ist es sicherlich geplant, wenn mal mehr Zeit ist und auch eine richtig gute Idee da ist, aber jetzt in nächster Zeit leider nicht. Tut mir leid. So, das war's auch schon fast mit diesem kleinen Video, aber der FreaksLP, von dem hatte ich ja eine Frage genommen, der hat mir noch 3 andere Fragen geschrieben gehabt und die werde ich jetzt einfach mal im Speeddurchlauf beantworten. Er fragt, gibt es auch mal wieder Livestreams? Und ich würde selber gerne Livestreams machen, aber mit meiner Internetleitung ist es leider momentan überhaupt nicht möglich, also für euch eine gute Qualität dazu liefern. Weil ich in 1,5 Jahren ausgezogen bin und eine bessere Leitung habe, dann ist das möglich. Also das heißt, wenn ihr noch aktiv seit in 2 Jahren, dann könnt ihr vielleicht mit Livestreams rechnen. So, was sagst du außer Minecraft? Das machen wir schnell. Ich spiele eigentlich sonst nur Hearthstone, das ist so eine Art Kartenspiel. Und Battlefield 4, und da wird mal bald so eine Art kleiner Zusammenschnitt kommen, da habe ich richtig Lust drauf, aber das dauert noch ein bisschen. Und was würdest du machen, wenn man in deiner Stadt eine richtig große LAN-Party machen würde? Ich fände das ziemlich geil, weil ich feiere so, wenn alle Leute ihren PC mitbringen und Monitore alle nebeneinander und alle zocken da irgendein Spiel, das wäre richtig geil und da hätte ich richtig Bock drauf. Ja, das war's auch mit diesem kleinen Video. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht zu schneiden, war auch ein ganz schöner Aufwand. Jetzt werden auf jeden Fall wieder mehr solche Videos kommen, weil jetzt ist Sommer, jetzt passiert auch ein bisschen was, jetzt kann ich auch mehr filmen. Ich habe es auch das erste Mal mit 2 Kameras probiert und lasst so ein Like da, wenn euch das gefallen hat, das Ganze. Ich würde mir sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal und ciao!